Flux FM in digitaler Gesellschaft. Wieder einmal hat der Europäische Gerichtshof den Überwachungsfantasien der EU und ihrer Mitgliedstaaten einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. In einem heute verkündeten Gutachten, da kommt der Gerichtshof nämlich zu dem Ergebnis, dass ein geplantes Fluggastdatenabkommen zwischen der EU und Kanada gegen europäische Grundrechte verstößt und deshalb nicht geschlossen werden darf. Bis zu 60 Einzeldaten pro Passagier und Flugbuchung sollten danach an die kanadischen Behörden übermittelt und dort dann für 5 Jahre gespeichert und permanent gerastert werden. Ähnliche Abkommen unterhält die EU bereits mit den USA und Australien und auch eine EU-interne Fluggastdatenspeicherung ist bereits auf dem Weg. Wie sich die EUGH-Entscheidung darauf und auf das Abkommen mit Kanada auswirkt, das wissen wir gleich, denn wir sind in digitaler Gesellschaft. Flux FM in digitaler Gesellschaft. Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft ist bei uns. Guten Tag, Alexander. Hallöchen. So, wir haben es ja gerade schon mal gesagt, so oft spricht man ja eigentlich gar nicht über Dinge, die nicht passieren werden, oder? Das ist tatsächlich sehr selten, aber in dem Fall absolut wichtig und sehr gut sogar. Genau, also worum geht's jetzt bei diesem geplanten Fluggastdatenabkommen mit Kanada und wie kam es zu diesem heutigen Votum vom Europäischen Gerichtshof? Also es ist so, dass nach den Anschlägen damals auf das World Trade Center die USA angefangen haben, Fluggastdaten auszuwerten. Fluggastdaten fallen an, wenn ich von A nach B fliege. Da sammeln Airlines wahnsinnig viele Informationen, zum Beispiel wo man sitzt, welches Essen man vorbestellt hat, in welchem gesundheitlichen Zustand man sich befindet, also ob man zum Beispiel Assistenz benötigt, Kreditkarteninformationen und so weiter und so fort. Also bis zu 60 Einzeldaten, die dann eben teilweise hochgradig sensibel sind, also die Privatsphäre der Menschen also total enthüllen. Und diese Daten sollen ausgewertet werden und genutzt werden im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Ja. Dann hat man eben Abkommen geschlossen zwischen der EU und Amerika und hat gesagt, immer wenn Leute von der EU nach Amerika fliegen oder umgekehrt, werden eben diese Daten von den Airlines an Ermittlungsbehörden übermittelt, um eben gegen Terrorismus vorzugehen. Ein Beweis dafür, dass diese Daten irgendwas bringen im Kampf gegen Terrorismus, gab es nie. Man hat einfach angenommen, das könnte nützlich sein und hat dann diese Vorratsdatenspeicherung eingeführt. Nun muss man auch gleichzeitig dazu sagen, es war auch nie so, dass nie Daten übermittelt wurden. Also Passdaten, sogenannte API-Daten, also alle Informationen, die im Pass stehen, Name, Geburtsdatum und so weiter und so fort, die werden sowieso immer übermittelt. Also man weiß auch, wer kommt. Klar. Könnte das also auch mit Datenbanken abgleichen. Jetzt will man noch dazu wissen, was essen die Leute, auf welchem Sitzplatz sitzen die und glaubt eben daran, irgendwie Terroristen jagen zu können. Aha, und jetzt wollte Kanada auch einfach mal irgendwelche Daten haben, oder was? Kanada, Australien, Russland, Saudi-Arabien, Mexiko, es sind dann ein Haufen Länder auch auf die Idee gekommen, diese Daten auch haben zu wollen. Kann man ja vielleicht auch ganz gut für Wirtschaftsspionage nutzen. Wollte schon sagen. Jedenfalls also mit Kanada und Australien hat man dann eben auch so ein Abkommen verhandelt und bei der Abstimmung im Europäischen Parlament über dieses Abkommen mit Kanada, das war kurz nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs über die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten. Mhm. Da hat ja der EuGH gesagt, verstößt gegen europäische Grundrechte. Und da sind die Abgeordneten dann auf die Idee gekommen, haben gesagt, wow, bei den anderen Abkommen haben wir zwar immer zugestimmt, aber jetzt kommt der EuGH und sagt, Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten geht nicht. Ja. Dann könnte es ja sein, dass die Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten auch nicht geht. Haben das also zum EuGH geschickt, bevor sie darüber abgestimmt haben, haben gesagt, klär das mal für uns. Okay. Und jetzt kam eben der EuGH heute und hat gesagt, in einem Gutachten, das ist nicht mit europäischen Grundrechten vereinbar, 5 Jahre auf Vorrat zum Beispiel zu speichern, was jemand isst auf einem Flug, ist völliger Unsinn. Es ist nicht nachweisbar, dass hier eben diese Maßnahme auch überhaupt in irgendeiner Art und Weise zur Terrorismusbekämpfung hilft. Und auch, was eine große Kritik ist, eben diese 5 Jahre Speicherdauer. Also der EuGH hat gesagt, okay, nachvollziehbare könnte etwa sein, man kommt in das Land, man stellt fest, man hat es hier mit einem Kriminellen zu tun, dann speichert man die Daten, vielleicht auch noch so lange, wie er in dem Land ist, aber wenn er wieder weg ist, gibt es keinen Grund dafür, 5 Jahre lang Daten von jemandem zu speichern, ja, wenn er sich noch nicht mal in diesem Land da aufhält. So, und jetzt denkt Kanada natürlich so, ah Mist, naja gut, aber wir haben es probiert, naja, jetzt machen wir was anderes. Oder ist das ist ja nicht vom Tisch damit, oder? Also, es muss jetzt neu verhandelt werden, dieses Abkommen, wenn man das auf den Weg bringen will, unter den Vorgaben, die der EuGH gemacht hat. Und die sagen,
5 Jahre Speicherdauer geht nicht. Maximal eigentlich eben in dieser Zeit, ja, wie ihr euch in diesem Land aufhaltet. Ihr müsst über die Daten nachdenken, die übermittelt werden. Denn hier sind die Datenkategorien völlig unkonkret. Es gibt zum Beispiel ein Freifeld. In dieses Freifeld können sämtliche Leute, die auf diese PNA zugreifen können, das können Airline-Mitarbeiter sein, das kann dein Mensch aus dem Reisebüro sein, das kann jemand vom Zoll sein, können irgendwelche Sachen da in dieses Freifeld reinschreiben. Ja. Also da steht dann zum Beispiel drinne, ja, war in der Hotline und hat sich beschwert und war ein nerviger Kunde, wollen wir nicht weiter haben. Müffelt. Müffelt, sonst irgendwas. Ja. Also es gibt zum Beispiel PNA, da steht drin, dass jemand mit einer Taschenlampe mit Hanfaufklebern unterwegs war. Oh. Oder dass jemand einen Apfel dabei gehabt hat. Also solche Informationen, wow, finden sich in so einem Freifeld. Ja, absolut. Terroristen reisen mit Äpfeln oder ich weiß nicht, was man dann daraus ableiten will. Da hat der EuGH gesagt, also diese, ja, Daten gehen viel zu weit und die Speicherdauer geht viel zu weit. Also diese Vorratsdatenspeicherung, ja, von Reisedaten in dieser Hülle und Fülle ist einfach passé. Was man jetzt machen muss, ist dieses Abkommen mit den USA, wo die Speicherdauer nicht 5, sondern 15 Jahre ist, mit denselben Daten komplett kündigen. Also das muss man sofort aussetzen. Genauso mit Australien, da ist die Speicherdauer auch nochmal ein halbes Jahr länger, 5,5 Jahre. Und gleichzeitig hat ja auch die EU nochmal, du hattest es am Anfang gesagt, ein eigenes EU-PNR-System auf den Weg gebracht, eine eigene Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten für Europa. Das bedeutet, jedes Mal, wenn man in Europa in der Gegend rumfliegt, das mag von Frankfurt nach Berlin sein, das mag von eben Frankfurt nach Madrid oder eben auch in die USA oder sonst wohin, werden diese Daten auch für 5 Jahre gespeichert. Das muss alles sofort ausgesetzt werden. Das ist unsere Forderung an die Politik, weil hier der EuGH gesagt hat, an dem Beispiel Kanada, dass es eben klar gegen europäische Grundrechte verstößt, hier die Privatsphäre der Menschen verletzt wird. Und nach wie vor das größte Problem ist auch, dass es keinen Beweis, obwohl dieses System schon seit vielen, vielen Jahren zum Beispiel in Amerika in Kraft ist, für diesen Nutzen dieser Datensammelwut gibt. Hier werden also völlig zu unnütz extrem viele Daten gesammelt. Wir schlagen daher vor, zum Beispiel eben Passdaten zu nutzen, die sind auch verifizierbar, also die Informationen, die in dem Pass stehen, sind auch echt, währenddessen die zum Beispiel von einer Airline gesammelt werden, auch Fehler enthalten können. Ja, also da kann ja zum Beispiel jemand reinschreiben, der müffelt, aber der müffelt gar nicht. Stimmt, und war der Sitznachbar. Da war der Sitznachbar, sowas. Ne? Und das sind Daten, die überhaupt nicht verifiziert werden können, die werden dann genutzt für Terrorismusbekämpfung, dann geraten Leute zu Unrecht in das Visier von Ermittlungsbehörden, das sieht man auch in Amerika regelmäßig, dass da Leute auf No-Flight-Listen kommen, also nicht fliegen dürfen, weil sie unter Terrorismusverdacht stehen, was völliger Quatsch ist. Zum Beispiel ein 3-jähriges Kind stand da mal drauf auf so einer Liste. Ja. Also man sieht, dass diese Datenanalysen auch einfach zusätzlich, dass sie finden keine Terroristen, sie produzieren Müll. Und sie sind einfach auch verstoßen gegen Grundrechte. Da waren jetzt ein paar Konjunktive mit drin. Also es müsste alles ausgesetzt werden. Das ist jetzt mal so deine Einschätzung. Ist es sehr wahrscheinlich, dass das ausgesetzt wird? Also neu verhandelt werden muss auf jeden Fall irgendwie. Also mit Kanada, wenn man dieses Abkommen auf den Weg bringen wollte, müsste man neu verhandeln nach den Vorgaben des EuGH. Und die bestehenden Abkommen, die da sind, genauso wie das EU-PNR, lagen natürlich jetzt nicht vom Gericht vor. Aber wenn man dieses Urteil nimmt und als Blaupause nimmt für alle anderen, dann muss man einfach zu dem Schluss kommen, dass hier die Grundrechte geschützt werden müssen und dass diese Abkommen abgeschafft werden müssen. Man muss aber auch sagen, dass die Bundesregierung halt auch eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt hat, obwohl offensichtlich ist, dass sie gegen eben deutsche Grundrechte verstößt. Also wir haben halt immer wieder dieses Spielchen, dass wir Gesetze auf den Weg gebracht werden von der Bundesregierung oder auch von den europäischen Entscheidungsbehörden, die dann von Höchstgerichten wieder kassiert werden, und dieses Spielchen machen wir jetzt schon seit mehreren Jahren und das muss endlich ein Ende haben. Wir brauchen eine evidenzbasierte Sicherheitspolitik, die nicht die Grundrechte der europäischen Bürgerinnen und Bürger verletzt. Punkt. In einem heute verkündeten Gutachten kommt der Europäische Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass ein geplantes Fluggastdatenabkommen zwischen EU und Kanada gegen europäische Grundrechte verstößt, deshalb nicht geschlossen werden darf. Sicher eine Art Etappensieg, aber nichts Endgültiges. Jetzt muss irgendwie alles nachverhandelt werden oder müsste zumindest, glaubt Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft. Danke, dass du bei uns warst und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Tschüss. Flux FM in digitaler Gesellschaft.